Hallo, mein Name ist Christian Gottschling. Ich bin Geschäftsführer der Gottschling Immobilien GmbH aus Essen. Und wir sind der Qualitätsmakler, wenn es um schnellen und sicheren Verkauf geht. Unsere Mission sind Immobilien. Wir haben uns der Immobilienwirtschaft verschrieben, dem Management von Immobilien. Das machen wir schon jahrzehntelang. Wir betreuen mehrere tausend Einheiten in ganz NRW. Was noch gefehlt hat, ist, dass wir den Verkauf und Vermietung von Immobilien dazu mit übernehmen. Wir möchten den Eigentümern helfen, wir möchten ihnen helfen, ihre Immobilie schnell und sicher zu vermieten oder zu verkaufen. Deswegen haben wir diesen Baustein mit angeboten und das machen wir jetzt seit 3 Jahren sehr erfolgreich. Wir sind bekannt für den schnellen und sicheren Verkauf von Immobilien. Wir haben einen großen Kundenkreis auf dem Bereich der Hausverwaltung. Das sind alles Kapitalanleger und Investoren. In der Regel haben wir den Kunden oder einen potenziellen Kunden bereits bei uns im Bestand. Den kennen wir schon sehr gut. Wir haben eine sehr große Kartei, wo wir auf bereits bestehende Kontrakte und Verhältnisse zurückgreifen können. Wir wissen, das Objekt könnte vom Interessenslage her, von der Lage, von der Ausstattung her, genau in das Beuteschema dieses Kunden passen. Wir arbeiten mit vielen Investoren zusammen, die immer nachkaufen wollen. Das heißt also, wir haben in dem eigenen Bestand schon sehr schnell die Möglichkeit, einen passenden Kunden zu finden. Und wenn es das nicht werden sollte, ist es auch kein Problem. Bei uns dauert eine Objektaufnahme 2 bis 3 Stunden. Wir machen alle Fotos selber. Wir haben Drohnenaufnahmemöglichkeiten. Wir können innerhalb von ein paar Stunden Objekt komplett erfassen und vorbereiten. Wir brauchen maximal 2 Tage für die Unterlagenbeschaffung. Das heißt, das Objekt ist nach 2 Tagen bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNetz, an welchem Portal der Welt auch immer, online. In der Regel brauchen klassische Makler länger als 2 Tage für die Terminierung für den Ersttermin. Bis dahin sind sie bei uns schon online. Bis dahin auch schon die ersten Besichtigungstermine vereinbart und die ersten telefonischen Auskünfte erteilt. Wenn wir nicht sogar schon den potenziellen Käufer schon im Kundenkreis haben. Das ist bisher einzigartig auf dem Markt. Der Ablauf ist super einfach und echt in 3 einfachen Schritten erklärt. Schritt 1, Kontaktaufnahme. Wenn Sie also möchten, dass wir uns das Objekt mal anschauen und bewerten für Sie, dann klicken Sie auf das Kontaktformular, füllen Sie die Pflichtfelder aus, das ist Name, Telefonnummer und ein Anliegen kurz nennen. Wir rufen zeitnah, wirklich zeitnah zurück, meist am selben Tag, innerhalb von wenigen Stunden. Zweite Möglichkeit, einmal die Bewertung ausfüllen. Wir haben einen Online-Rechner. Der fragt viele Informationen ab, die für uns schon mal sehr wertvoll sind, aber nur als Informationsbasis. Danach nehmen wir mit Ihnen sehr zeitnah Kontakt auf und wir stimmen einen persönlichen Termin vor Ort ab mit Ihnen. Sobald wir einmal Ihren Kontakt haben und Ihre Anfrage haben, wissen wir ziemlich genau, was Sie wollen. Das heißt, wir können schon mal das Wohnumfeld analysieren. Wir bringen Analyse mit und sagen Ihnen ganz genau, wie aktuell die Marktsituation aussieht, wie das in der Vergangenheit war und wo es hingehen wird. Sobald wir einmal mit dem Kontakt haben, machen wir direkt einen Vor-Ort-Termin aus. In diesem Termin schauen wir uns die Immobilie ganz genau mit Ihnen zusammen an. Und erst auf der Basis können wir eine qualitativ hochwertige und genaue Bewertung durchführen. Wir schauen uns an, wie ist die Umgebung, wie ist der Zustand, innen, außen, Allgemeinanlagen, Versorgungsleitungen, Versorgungsräume, alles das, was dazu notwendig ist. In der Regel ist dieser Termin in einer halben Stunde, maximal eine Stunde fertig. Wir haben da viele Erfahrungswerte, man kann einiges abkürzen. Bei Objekten, wo eine Vermietung stattgefunden hat, kann man auch gucken, wenn man nicht in alle Wohnungen reinkommt, typischerweise mehr Familienhäusern, dass man vielleicht ein, zwei Musterwohnungen anschaut. Auch da können wir mit auf jeden Fall helfen und unterstützen. Aber wir führen immer einen Vor-Ort-Termin aus, wo wir die Immobilie anschauen, in Augenschein nehmen und danach eine substantive Bewertung abgeben.
Die Ermittlung vor Ort, ich frage mal andersrum. Würden Sie ein Auto kaufen, Gebrauchtfahrzeug, übers Internet, ohne gesehen zu haben? Da sagt einer eine Laufleistung, vielleicht noch eine Farbe, vielleicht die Anzahl der Türen. Können Sie das bewerten, wie viel das wert ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Eine Immobilie hat noch viel mehr Faktoren als ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug hat noch 4, 5, 6 Faktoren oder den Gesamtzustand. Bei der Immobilie fehlt noch so viel dazu. Es ist das Umfeld, es ist ein Klingeltableau, sagt total viel zum Beispiel. Ne? Versorgungsleitungen, Elektroinstallation, da sind so viele Faktoren, so viele Facetten, die da reingehören. Daher ist eine Bewertung, eine fundierte Bewertung online nie im Leben möglich. Sie müssen das Objekt immer begehen, in Augenschein nehmen oder halt sehr ausführliche Bauakten studieren vorher. Ansonsten ist das aus meiner Sicht nie und nimmer eine stichhaltige und eine nachvollziehbare Bewertung. Viele Unterlagen. Wir brauchen sehr viele Unterlagen. In der Regel sind es um die 80 Unterlagen, die man dafür braucht. Energieausweis muss aktueller sein, ist abmahnfähig, kann sehr teuer werden, wenn man ohne Energieausweis vermietet. Eine Mietaufstellung, viele Unterlagen aus der Bauakte, Baubescheinigungen, Baugenehmigungen, eventuelle Nachgenehmigungen, Dachgeschossausbau. Das sind je nachdem zwischen 60 und 80 Seiten an Unterlagen, muss man in der Regel zusammenstellen. Es helfen Grundrisse dabei, es helfen dabei Schnitte, Ansichten. Oft ist es aber unvermeidlich, dass man sich die Akten vom Bauaktenarchiv nochmal kommen lässt und nochmal da explizit nachschaut. Der Verkauf ist bei uns super schnell. Das heißt, nachdem wir das Objekt komplett aufgenommen haben und online gestellt haben, hat man in der Regel innerhalb von ein paar Stunden schon die ersten Anfragen. Wir sieben die einmal sehr gründlich aus, das heißt, wir gucken, wer kommt wirklich in Frage, wer ist ein potenzieller Kunde und wer nicht. Von denen, die einen potenziellen Kunden in Frage kommen, machen wir ein kleines Screening. Wir gucken, sind die Leute überhaupt in der Lage, das Objekt zu finanzieren? Gibt es vielleicht eine Bankbestätigung dabei? Also wir gucken erstmal, passt das überhaupt zu denen? Danach bleibt in der Regel so ein kleinerer Kreis von Leuten, vielleicht 20, 30, 40, die wirklich dann in Frage kommen. Und mit diesen führen wir Besichtigungen durch. Sobald dann Klarheit besteht, das heißt, das Objekt gefällt denen, wir haben einen finalen Preis ausgehandelt, sprechen die Regel in der Bank. Die Bank muss nochmal vor Ort Termin durchführen. Der dauert auch mal 2 Wochen, bis der durchgeführt wird. Und dann ist das in der Regel schon mal ziemlich fest, bis sogar vielleicht schon zum Notartermin. Das heißt, man kann in der Regel davon ausgehen, eine gute Vermarktung, eine Schnellvermarktung von 6 bis 8 Wochen ist durchaus realistisch, wenn das der Markt gerade hergibt und der potenzielle Kunde dabei ist. Vermarktung über 12, 14 Wochen ist eher die unwahrscheinliche Art bei uns. Also in der Regel 8 bis 10 Wochen ist ein Zeitraum, wo Sie durchaus schon davon ausgehen können, dass das Objekt bis dahin verkauft ist. Sehr viele. Das unterschätzen auch sehr viele Verkäufer. Wenn ich eine Immobilie in einer gefragten Lage habe oder einen guten Zustand habe, also wenn ich wirklich ein gerade gefragtes Objekt habe, dann kann ich durchaus mal 1000 bis 1500 Anfragen in der Woche generieren damit. Und das ist halt, womit viele überfordert sind. Wir haben dafür spezielle Software, die uns das auswertet, ausfiltert. Wir kennen auch schon die Anfragen. Wir wissen genau, wer als Interessent in Frage kommt, wer nun Tourist ist. Wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass direkte Nachbarn gerne nur sehen wollen, wie wohnt der Nachbar überhaupt, wie sieht das Haus überhaupt aus, wie ist es aufgebaut. In der Regel kaufen die aber nicht, die wollen das nur besichtigen, deswegen haben wir das als Touristen. Da haben wir eine sehr gute Auswahlmöglichkeit dabei. Einmal durch Software gestützt, aber einmal auch Erfahrungswerte gestützt. Aber es ist klar, man muss diese Anfragen erstmal, das ist eine riesen Welle, auf einen zukommt, die muss man erstmal abarbeiten. Man muss das einmal qualifizieren. Und die, die potenziell in Frage kommen, die auch solvent sind, weil es letztendlich muss es ja auch einer sein, der den Preis finanziert kriegt, die kommen erst in Frage dabei. Ja, absolut. Also wir gehen immer auf den speziellen Wunsch, soweit es möglich ist, ein. Diese können sehr individuell sein. Wir haben Leute, wo man sagt, der Mieter möchte wohnen bleiben. Wir haben aber auch Eigentümer, die sagen, bitte guck, dass es diskret abläuft. Ich möchte damit nicht mit
überall konfrontiert werden, ich bin im Verein, ich bin da und da, das soll nicht jeder mitkriegen, dass ich was verkaufe, daher denken die Leute, ich müsste verkaufen oder ähnliches dabei. Also egal, was man für Wünsche hat, wenn wir die geäußert kriegen, dann können wir in der Regel sehr gut darauf eingehen und das berücksichtigen beim Verkauf. Das ist überhaupt kein Problem, wir müssen es nur wissen.